Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 im Burning Gamers Challenge Projekt. Mit dabei natürlich wieder Ralf, Sege und Tensuko. Ich grüße. Hallo. Ich bin genau da, wo ich eben auch war, nur ein paar Meter weiter. Am Flügen. Aber wir sind gleich durch hier. Und dann, glaube ich, gibt's aber noch eine Flugmission, ne? Neuer Tag, neues Glück. Ist noch drin. Am heutigen Mittwoch. Jawohl. Hyped, immer noch hyped. Es macht sehr, sehr viel Spaß hier. Es ist sehr cool, aber es ist noch gar nicht, also wirklich überhaupt nicht absehbar, was hier passieren wird die nächsten Wochen. Das muss ich tatsächlich auch sagen. Also es ist echt, du weißt auch noch nicht, die anderen Teams, es ist noch schwer einzuschätzen. Du siehst zwar, was sie gekauft haben, jetzt schon, aber du weißt immer noch nicht genau, wo wollen sie drauf hinaus, ne? Nee, absolut nicht. Wir brauchen da auch noch Unterstützung vom Chat, würde ich sagen. Also von den Zuschauern, die müssen uns da noch echt noch, was deren Idee ist. Ihr müsst uns pushen. Ihr müsst bei uns schreiben, wir sind das beste Team und bei den anderen halt nicht. Okay, Team Gelb fuhr gerade an mir vorbei, Dennis. Kurze Info. Team Gelb schon wieder, ja, man kennt's. Ich fuhr gerade vorbei mit okay. Silageballen, also hier gewickelte Ballen. Okay. Hast du die geklaut? Nee, ich habe drauf geschossen, dass die Folie kaputt geht. Achso, sehr gut. Ja, dann fermentieren die langsamer. Wenn's gut läuft, schimmeln die und dann passiert auch gar nichts. So, werden die nicht angenommen da. Was habe ich das jetzt in der Aufnahme gesagt? Ups. Ist eine Challenge, was willst du machen? Ja, Tenso ausbessern machen wir, ne? Machen wir hinterher, ne? Ja. War hier jetzt einfach Bögen da. Erstmal das Grobe, dann kommt das Feine. Es wird ja sehr fleißig kommentiert, was die Leute machen würden. Das ist auch sehr, sehr gut. Gerne weitermachen, wie Ralf eben auch schon sagte. Ideen reinbringen. Unbedingt, das ist der fünfte Mitspieler. Aber nur bei uns. Bei den anderen nur andere, nur Fehlkommentare rein. Ja. Einfach für den Algorithmus eine 1 reinschreiben oder so. So. Reicht. Sowas wie, macht unbedingt Zuckerrohr oder sowas. Ja. Oder Baumwolle. Fertig. Sehr gut. Warte mal, stehen wir. Nächste Feld. Das wäre welches? Die 38. 38. Oh je. Ja, weiß ich nicht, Säge. Bock wieder auf ein paar Täuschungsmanöver? Wir verfahren uns ja nicht. die 38, wo ist die denn? Da, ich sehe sie. Das ist nur die Frage, wo wir sind. Da sind wir nicht. Wir sind hier. 91. Okay. Oh, das geht eigentlich. Ist gar nicht so schwer. Ich weiß Bescheid. Einfach die Hauptstraße komplett runterballern. Ja. Und dann kurz zum Mapende links rein. Oder einfach durch das Mapende durchbrettern. Richtig und richtig. Enzo, was bringt die Mission hier? 3000. Ach, so wenig nur? Ja, tatsächlich. Fällt es doch mal so groß wie die anderen da. Ich glaube, das wirkt nur so, weil das nicht so. Obwohl, das ist ganz schön. Das ist genauso lang, ne? Ja, das ist. Also. Ich hätte das Doppelte geschätzt von dem, was wir gerade gekriegt haben. Habt ihr euch über den Tisch ziehen lassen? Oder? Ja, ich glaube, wir haben uns hier unter Wert verkauft hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, der ist auch einfach akkurat, ne? Der macht hier jedes Mal die Ecken schön sauber. Ich ziehe hier einfach nur einen Bogen. Er macht hier immer noch die Ecken schön. Ja, Cosplay auf scharfe Ecken eingestellt, ne? Ja, was ist das von? Gib Gas da, Junge. Ah, das habe ich ja auch nicht erwischt. So eng der Radius. Ich meine natürlich nicht Cosplay. Wir verwenden Cosplay nicht. Geheimversion. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Na. Also, die, ich habe übrigens geguckt,
Ne, wir haben ja Schafe, weiß ja jeder mittlerweile, dass wir schon Schafe haben. Die sind ja noch ausreichend versorgt. Sehr gut. Da rennen wir jetzt bei uns vom Team Blau bei uns auf dem Hof rum. Wobei, ich habe jetzt nicht nach dem Spulen geguckt. Oh Gott, das muss ich gleich nochmal. Direkt wegschallern. Werner kann mir gehen. Schweizer kam entgegen. Wie kommt Werner entgegen? Mit ganz, ganz vielen Beinen. Ja, einer fuhr an unserem Boot. Oh, Feld 57 sind die. Wieso fährt er so auf 57? Das beobachten wir mal. Arbeitet er auf 57? Scheint so, ne? Na, wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Ansonsten ist hier die Nutzung der Straßenpflicht. Das wird direkt gemeldet. Bist du schon da, Säge? Ich such gerade die Straße. Ah. Ach, da vorne. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, wo du bist. Ach, da. Er ist mir vorbeigefahren, ein Stück. Alles gut, einfach weitermachen. Wo ist sie denn? Don't stop. Ist das hier die Straße? Ja. Nee, das ist ein Hof. Hä? Wo müssen wir drin? Doch, BG-Team ist auch unten auf Feld 24 da zu reisen. Nee, hier ist Colli. Hier muss die Straße doch irgendwo sein. Ja. Laut. Hier ist ein Schmelbänder. Wobei da unten. Wir werden hier doch von vorn bis hinten verarscht. Ich bin jetzt auf der Straße. Fahr doch da links in die Straße rein da. Ja, hier ist ja keine. Die ist einfach nur eingezeichnet. Aber das. Ja, dann fahrt die. Da kommst du ja nicht durch. Aber hier geht der Weg weiter. Wir müssen uns irgendwie da an den Schildern und dem ganzen Krams vorbeischlängeln. Was ist das denn für eine Straße? Du fahren wir oben bei Dagi über den Hof. Wenn wir hier rumkommen, würde ich da rumfahren. Aber wir kommen hier nicht rüber, ne? Hier sind so Schuttberge davor. Das ist ja wohl frech. Achso, das hatten wir auch gerade hier oben. Bei der 88. Da müssen wir irgendwie hinkriegen. Sind auf the map. Ich fahr da einfach rein jetzt hier. Mir doch egal. Ja, gleich hänge ich fest, ne? Dass die geheime Waldpolizei da gleich kommt. Ich glaube, das wird nix. Sind bei 95, Tensu. 96. Ja. Also entschuldigt mal, hier ist eine Straße eingezeichnet. Und so vorbei? Ich gucke, ob das Schild Colli hat. Nicht, dass wir hier Ärger für kriegen, ne? Also ich bin durch. Und ich bin hier auf der Straße unterwegs, das sieht man. Der Team Blau hat's, glaube ich, die haben sich aufgeteilt in Teams. Das ist so dieses Hol- und Bring-Team und Me-Team. Weil die fahren anderen noch vorbei gerade. Und da unten kam gerade jetzt jemand weg. Da fährt jetzt gerade wieder ein Zug hin. Ganz wild. Okay. So, die haben einfach nur keinen Bock, zusammenzuarbeiten. Okay. Das wird sein. Wir sind durch. Ich guck mal kurz auf dem Hof, Enzo. Ja, ich flitze zum Händler. Bist du, Säge? Ich schwenke noch mit dem Flugfest. Oh, das ist nicht gut. Ich bin durch, keine Panik. Ah, okay, das ist natürlich sehr geil. Irgendwas ist hier kaputt. Was denn? Also wo? Unser Silo auf dem Hof. Gehirn 0%. Das ist ja technisch eigentlich nicht möglich. Nee. Weil wir ja nur auch einen Tag weiter sind schon als... Das ist korrekt, ja. Kannst du vielleicht mal gucken auf dem Hof? Ja. Ich habe hier 0%, ich kann auch nicht öffnen oder sowas. Arne ist noch drüber. Kommt man denn jetzt hier zum Feld? Darf man das durchs Wasser fahren? Demigut. Nee. Scheiße. Dann haben wir ein Problem. Ich fahre mal gerade an den Rand, guck mal eben auf dem Hof. Sonst müssen wir das gleich mal eben ansprechen.
Ja, da können die jetzt aber ja auch wahrscheinlich nichts machen, oder? Ja, das wahrscheinlich nicht, aber... Nee, 0%. War es doch Mist. Und das war letzte Woche in der Aufnahme schon, waren wir schon bei 9%. Ach Quatsch, echt? Ja. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ah, dafür habe ich geguckt. Das sind so wichtige Dinge, Dennis. Da musst du drauf achten. Ach, ach du schon. Scheiße, mir kommt schon wieder jemand entgegen. Im Blau. Ja, lass es bitte blau, nicht Werner blau sein. Ist hier. Lass es bitte nicht Werner. Andi, ist noch schlimmer. Er ist vorsichtig gefahren. Andi ist auch netter. Erstmal kurz zu mir rübergelenkt. So. Ich weiß leider nicht, wo hier die Feldeinfahrt ist. Am Berg wieder anfahren, ist aber auch ein Krampf, du. Du stehst auf der Straße, gell? Okay, haben wir noch einen Grubberauftrag, Tensu? Ich stehe am Feldrand, ich finde hier aber keine Feldeinfahrt. Tatsächlich nicht, nee. Ach, hier? Ja, nee, das ist doch über eine andere Wiese. Hä, wie sollen wir denn hier hinkommen? Also wir haben hier keine Wahl, als durchs Wasser zu fahren. Sonst kommst du hier gar nicht hin. Die einzige Feldeinfahrt, die es gibt, die ist nämlich über eine andere Wiese. Über fremde Wiesen dürfen wir aber ja nicht fahren. Wenn es keinen anderen Weg gibt... Ah, hier. Fahr es einfach. Nee, das ist über ein anderes Feld, ja. Nützt nichts. Fahr am Feldrand lang. Es geht ja manchmal nicht anders. Es sind ja auch Feldwege, dann zufahren. Das wird aber interessant jetzt hier. Ich weiß nicht, was sie da gerade aufgeladen haben. Ja, das könnte interessant werden jetzt. Werner hat irgendwas Komisches von der Palette aufgesammelt gerade. Irgendjemand war doch auch am Shop da oben, oder? Ja, das ist Werner. Ich versuche mal hier irgendwie runterzukommen gleich. Okay, das wird jetzt interessant, Leute. Ich kümmere mich noch einmal kurz um die Tiere. Ja. Ja, da müssen wir echt aufpassen, ne? Wenn wir spulen und die haben kein... Oh, das wird hier nichts. Bisschen Sorge. Dass ich hier gleich so ins Wasser reinkippe. In der Hoffnung, dass das nicht so... Nee, so tief ist das eigentlich gar nicht. Nee, passt. Gelb ist wieder ins Wasser gefahren, Meldung oben rechts. Das war vielleicht, genau, Team Gelb. Wer sonst? Mhm. Weiß ich nicht. Team Gelb, also eindeutig. Hatte Darky doch gesagt vor der Aufnahme, ihr braucht uns nicht ständig daran erinnern, wir wissen, dass wir ständig ins Wasser fahren, deswegen kommt die Meldung ja oben auch in Gelb. Genau. So hatte ich es aufgenommen. So und nicht anders ist es nämlich. So, wollte ich doch sagen. Grüße gehen raus an der Stelle an Team Darky. Wir haben euch gern. Du musst hier Segel leider wirklich durchs Wasser. Ganz sachte runter und wieder hoch. Schräg am besten. Also ich glaube ja, dass ein Weg weiter ein Weg gegeben ist. Ja. Nee, ich habe geguckt. Ich bin einmal ums Feld rum. Es gibt zwei Zuwege hier. Beide kommen aber über eine andere Wiese bzw. ein anderes Feld. Und da wir auch ein Team sind, das sich an die Regeln hält. Immer. Ne? Sege, der schallert da einfach durch. Dem ist das auch egal. Oh oh. Jetzt hier für einen Scheiß? Sahne auch schwarz. Hier ist irgendwas ganz faul, Leute. Sido. War den nicht letztes Mal auch normal weiß? Nee, die war schwarz. Ja. Schwarz? Das ist korrekt, ja. Aber ich bin gerade bei den Tieren auch. Okay. Und irgendwie kann ich nicht abladen hier. Da ist der Trigger, also zumindest war das bei mir so. Der ist so ein bisschen komisch platziert. Ach nee, halt, stopp, mein Fehler. Er erkennt hier Häckselgut, komischerweise, hinten drin. Ja, das Häckselgut. Das vom Sido aufgesammelt. Ja, ich glaube, das ist das aufgesammelte, ja. Ja, das ist mein Mistake.
Haben wir ein Lager hier? Säge, brauchst du Hilfe? Nee, ne? Moment. Haben wir, aber das nimmt... Ich guck einfach nicht hin. Was anders, Tensu. Ich geb das da an das andere. Moment, kann ich das noch mitnehmen hier? Nee, ist so, oder? Naja. Jetzt kriegt der Ralle mit. Also dieses Fahrsilo hier ist auch bodenlos. Ja. Platzierung, ey. Einfach nicht hingeguckt, Säge. Hat keiner gesehen. Hoffe ich. Okay, ich verdichte das da mal. Können wir auch eigentlich direkt anmachen, oder? Oder wollen wir es offen lassen? Weiß ich nicht. Was war denn jetzt? Ups. Mit Plan Wiese. Ja, machen wir. Fangen wir an. Nähen wir schon mal. Das klingt nach einem guten Plan. Mähen wir schon mal. Ich komme dir hinterher. Sag mal, welche. Mal eine raus da. Ja, schreibe ich dir gleich. Du kannst auch selber annehmen. Oh ja, kann ich auch, ja. Du bist auch schon groß, du weißt auch, wie das geht, Ralf. Ja. Erstmal das nötige Arbeitsgerät dafür finden. Wenn nicht so, dass der Hof hier verwinkelt ist oder so. Nee, so gar nicht. Okay, warte. Okay. N47. Das ist Tim, oder? Das ist Tim, ja. Crasht einfach hier die Aufnahme, sehr gut. Ja, ich bin nicht im CS drin. Grüße gehen raus an Tim. Grüße an der Stelle. Grüße. Lewek hat aber auch jemanden reingepresst. Bitte? Bringt nix. Muss man. Mist. Zahlen gucken hier. Warm wird mir. Vom ganzen Arbeiten hier. Du machst das, Dennis. I'm on my way. Die Nummer. Okay. Immer rundherum hier. Ist, wo ist die? Die ist. Ach, Mensch. Ah, okay, da ist. Ich nehme eine an, Tensu. Jo. Ich stehe in den Startlöchern. Brauchen wir eigentlich noch nicht mal. Halt doch nicht. Warte, ich muss mich nochmal umentscheiden. Jetzt eigentlich auch Bahnen fahren, glaube ich. Wir machen das hier denn so. Da, die und den Grubbern. Komm dir hinterher. Ihr seid fleißig unterwegs, ja? Sehr schön. Du hast... Dings dran, ne? Ja. Ja, das ist vorne dran, ja. Wo ist das andere? Da, wo das hier stand. Und schon ist die nächste Folge vorbei. Das geht aber auch schnell. Liebe Leute, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Fleißig kommentieren. Däumchen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, Tensuko, Säge und Ralf. Wir danken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.
Tschüss.